So, da bin ich wieder. Wir legen jetzt sofort los mit Saw und spielen mit Jigsaw weiter blau und schlau. Suchen nach den Hinweisen. Ah, dieser Raum sieht ja krass aus. Mit Sprengstoff, so wie es mag. Moment mal, Moment mal. Irgendwie leckt das hier. Alles klar, also wir sollen jetzt entkommen. Sighted, blind. Also das ist blind und das ist, ja, da ich das Spiel blind spiele, gehen wir hier blind durch. Aber ich habe kein Feuerzeug, ich habe nur einen Feuerapparaten. Fotoapparat. Ein Feuerapparat. Was ist denn das? Na super. Oh, egal. Wir gehen einfach durch. Okay. Boah, wo bin ich? Boah, wird mir schlecht hier. Das gibt's ja nicht. Hallo? Ey, das war nicht schlau, diesen Fotoapparat mitzunehmen. Verdammt. Verdammt, wohin? Ich bin in einer Sackgasse. Na, ist das... Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? What the fuck? Ich komme hier nicht weiter. Ja, ich glaube, ich nehme dann doch den anderen Weg, weil mit diesem Fotoapparat komme ich nicht weit. Wow. Komme ich überhaupt noch raus? Ich will raus, ich will raus, ich will raus. Was? Ach, hier ist eine Tür, die ist verschlossen. Ey, das ist nicht witzig. Aber wisst ihr was, wir fangen nochmal neu an und Kontrollpunkt wiederherstellen. So. Und ich nehme jetzt einfach den anderen Weg, weil ohne Feuerzeug komme ich nicht weit. So. Bla bla bla. Ja, ich will hier lang. Komm. Kann ich hier nicht vorspulen oder so? Nee. Ja, ja. Okay. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Okay, das sieht schon mal besser aus. Ist wahrscheinlich aber schwieriger. Egal. Schaffen wir. Okay, hoch. Ach, balancieren, das ist einfach. Der kippt wahrscheinlich wieder nach rechts. Ja. Ja, ja. Sieht immer lustig aus. Und damit dir. Was gibt's hier? Öffnen. Ah, dafür brauchen wir so ein. Wow. Gibt es wirklich keinen dritten Weg? Oh mein Gott. Okay. Was zum, was zum, was zum? Oh, komm, schnell, 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 schnell. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Oh. Verdammt. Was gibt's hier? Nichts. Okay, wir brauchen jetzt das Teil, das wir da einsetzen. Nix, nix, nix. Da, da ist es doch, oder? Ja, Koppler. Und wieder zurück. Ups. Und, komm. Oh, das war knapp, das war knapp. Wow. So, das setzen wir jetzt hier ein und... Haben wir es dann geschafft? Nein, nein, nicht das. Oh, ich hasse dieses Rätsel. Alle müssen verbunden sein, ja, so. Irgendwie. Scheibenkleister. So. So. So und der. Verdammt. Ah, gut, ich hab's. Oh, lief ja. Was hat sich jetzt geöffnet? Ach, ja. Man muss sich einmal drehen, dann öffnet sich die Tür. So, Feuerlöscher, nix. Taschenlampe aufheben, ja. Ja, wahrscheinlich brauche ich gleich den Fotoapparaten. Was ist das? Wasserflasche nehmen wir auch. Habe ich das jetzt eigentlich geschafft oder geht es noch weiter? Egal. Verriegeln, nein. Oh, Taschenlampe. Ui, ich kann was sehen. Okay, die ist verschlossen. Dann können wir nur hier lang. So.
Finden Sie einen Schlüssel für die Kammertür. Tu ich. Ah. Wie kommst du denn da rein? Hallo? Hat er sich durch die Treppe gezwängt, aber das geht gar nicht, oder? Nein, es geht gar nicht. Wie kommst du da rein? Ja, das geht doch nicht. Naja. Gehen wir mal hier hoch. Fernseher. Okay. Oh, wir sind draußen, es schneit. Wow. Finden Sie einen Schlüssel für die Kammertür. Aktivieren Sie die Stromversorgung des Sicherheitskontrolltors. Mach ich. Riesenratte wieder. Ja. Hier ein Schrank. Ach, wieder das hier. Okay, das X wieder. Y. B machen wir mal. Und A. Nein! Ah, verdammt. B. Nein, auch nicht. Machen wir mal A. Okay. X. A. B. Ah. Ich brauche einen Kaffee, dann schaffe ich's. Und X und. Ja, geht doch. Sehr gut. Was gibt's hier? Was zu lesen? Betäubungsfallenpläne. Gut. Nichts gefunden. Gibt's hier? Irgendetwas? Zeitungsausschnitt. Okay, lesen. Von Oswald McGillicity. Schöner Name. Als ob es nicht schlimm genug ist, dass ein Killer herumläuft, der Steuerzahler in keine Stücke reißt. Müssen wir uns jetzt auch noch Sorgen um die Bullen machen. Detektiv ich kann nicht lesen. Detective Tapp, David Tapp, entschloss sich, die Vorschriften zu missachten und drehte völlig durch. Überzeugte außerdem noch seinen Partner, Detective Stephen Singh, zusammen mit ihm zu versuchen, den Jigsaw-Killer ohne Haftbefehl dingfest zu machen. Aha, sie brachen nicht nur ohne Durchsuchungsbefehl in das geheime Versteck von Jigsaw ein, sondern haben auch nicht auf die Verstärkung gewartet, weil sie vermutlich hofften, den Ruhm alleine einstreichen zu können. Doch der gute alte Jigsaw kam ihn auf die Schliche, schnitt Tapp die Kehle durch und schoss Singh mit einer Schrotflinte in den Schädel. Eieiei. All dies wurde vom Zeugen Jeff Thomas bestätigt, der in einer von Jigsaw kleinen Falle festsaß. Er behauptet, Singh habe ihm das Leben gerettet, doch als Tapp aufgeschlitzt und Singh erschossen wurde, saß der gute Jeff in der Falle fest, bis Hilfe eintraf. Verdammt, kann ich gut lesen. Wow. Soll ich nochmal für euch vorlesen? Nein? Sicher nicht? Na gut. Oh, Fallakte, okay. Immer mehr Patienten bitten um einen Bereich in der Anstalt, in den sich für ein Gebet zurückziehen können. Sie lassen sich diesbezüglich auch nicht mit Medikamenten ruhig stellen. Dadurch wird alles nur noch schlimmer. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, wird es zu einem richtigen Aufstand kommen. Okay. Boah, Mann, Mann, Mann. Ach, wieder ins Klo greifen. Oh. Riesenratten. Okay. Greifen wir mal in die Toilette. Oder ist der Schlüssel gut? Da. Autsch, autsch, autsch. Eieiei. So. Jetzt haben wir den Schlüssel. Mal eine kleine Pause. Oh. So, und weiter geht's. Stairs. Na. Krall dir doch diesen Bleacher hier. Kommst du viel schneller voran. Muss ich hier was einsetzen? Nein. Gut, dann gehen wir wieder zu. Oh, was ist das? Nix. Da lang? Auch nicht. Können wir da hoch? Auch nicht. Steht da was? Nein. Ja, dann gehen wir einfach mal zurück. Hallo? Aber wahrscheinlich ist der Typ jetzt weg. Nee, da ist er noch. Was macht er da? Naja. Da, hierfür haben wir jetzt den Schlüssel gefunden. Aktivieren Sie die Stromversorgung des Sicherheitskontrolltors. Okay. Hm.
Wasser. Oh, ein Puzzleteil. Das heißt, wir müssen uns draufstellen, um das zu sehen. Ach, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Das wird wieder lustig. Okay, und da ist das. Okay, da ist das Zahlenschloss. Was? So schnell? Oh Gott, hier sind ja ganz viele Puzzleteile. Okay, was? Ja, ich stehe jetzt hier. Oh Gott, nee, dann stellen wir uns lieber hier hin. Also, ich kann noch nichts erkennen. Ein Koppler. Aber wahrscheinlich müssen wir irgendetwas erst aktivieren hier. Alles eine Frage der Perspektive. Ja, ich verstehe. Ah, da sind noch mehr Teile. Oh Mann. Komm. Hier sehen wir nichts. Drei. Da drei.